So, Hallihallöchen, Freunde. Weiter geht's mit Hexallen. Auf Feld 10. Der Fan wird staubiger. Und die Umfälle werden mehr. Der Jaguar auch schon langsam. Ja, aber irgendwie wird auch nur das Mähwerk so richtig suchen. Das stimmt. Das ist ja schon immer in diesem Gebrauchsziel, aber ist das überhaupt... Ja gut, das wird ein bisschen dreckig. Bei dir hinten am Heckbereich ein bisschen. Ne? Ansonsten auch nicht so viel. Ja, das dauert halt eine Zeit. Wie viel Gewicht habe? Ich finde es schade, dass das von Mod zu Mod unterschiedlich ist, wenn man das im Spiel einstellt. Das geht ja nur auf die Standardfahrzeuge zurück. Alles andere ist ja dann Modder-Sache. Bei der Yoshi gehen die dreckig echt schön. Der sieht gut aus, ne? So. Schön spritzig. Was haltet ihr eigentlich vom Mod-Contest, beziehungsweise was erwartet ihr davon? Ich erwarte tolle Maps. Vor allem hauptsächlich Maps oder auch mal den einen oder anderen richtig genialen Mod? Ja, das auch. Also ich erwarte, ich mag ja einfach nur Holland, das weiß inzwischen jeder. Ja. Da erwarte ich ein paar tolle Gerätschaften von, vielleicht auch noch einen neuen Häcksler. Ja. Das wäre geil. Aber sonst bin ich eigentlich wirklich von allen offen. Also ich muss sagen, ich weiß ja aus geheimen Quellen, dass von Seifel bzw. MB3D Modeling alias Grüner Bauer noch einiges in Zukunft geplant ist bzw. kommen wird. Die Frage ist wann, und die zweite Frage ist, wäre da der Mod-Contest nicht relativ gut dafür, da zum Beispiel einen größeren Jaguar zu releasen? Ich denke mal, das würde bestimmt gut ankommen, und die Preise lassen sich vor allem wirklich sehen, ne? Erster Platz ist ja Besuch beim New Holland Werk in England, aber ich weiß nicht genau wo. Echt cool. Das wäre doch was für dich, Sharp, ne? Ja, das wäre was für mich. Ja, und für Chris wäre ungefähr der dritte Platz was, die GTX 980, dann kann er endlich schön mit 3D-Anwendungen was machen. Gescheite Grafikkarte. Wir werden aber die ganze Silage mit dem Kleid auch nicht reinkriegen, gell? Aber ich denke mal, ich hoffe, es kommt eine coole Map raus mit schön hohen Detailgrad, weil... Ja, das wäre echt geil. Also wenn man Richtung Gold Edition schaut, ne, das wurde ja gesagt, der Texturgrad ist höher. Ich meine, so eine Map wie die Cold Bro ist schon extrem geil. Die ist auch sehr detailverliebt, aber ist halt auch wieder so mittelgroß bis groß. Okay, sagen wir mittelgroß. Bei kleinen Maps findest du einfach die meisten Details, wie bei der Gumsting oder so. Ja, gut. Ich bin also so eine kleine bis mittlere Map, wenn rauskommen würde, wäre echt Hammer. Hey, Mario, ich bin wieder zurück, ne? Domi, super! Willkommen zurück, jawohl. Schnapp dir den Häcksler. Sharp ist gleich da. Definitiv nicht, ich hasse Häckseln, sorry. Ja, Häckseln. Okay, Sharp, willst du rüber? Dann bist du den hässlichen Turnier los, muss doch nicht sein, oder? Muss ich echt den scheiß Hirsch fahren? Das ist dein Ernst, Mare? Wie bitte? Jetzt muss ich echt mit dem scheiß Hirsch fahren. Was, du bist ein Hirsch scheißen? Nee. Nee, jetzt nicht scheiß Hirsch fahren. Nee. Ich glaub mir, ich hasse John Deere. Und ich hasse dich. Warum? Weil du die hast. Niemand darf das lieben, was er liebt. Aber niemand darf das hassen, was er hasst, weil du Begründungen brauchst. Und wenn du einfach so sagst, Turnier scheiße, weil, dann fällt dir nichts ein, dann zählt das nicht. Das habe ich auch gedacht. Aber in echt sind die geil. Nur als Mod sind sie manchmal echt misslungen. Natürlich, du kannst ja, ich meine, gut, viele schließen vom LS auf die Realität, was absolut Käse ist. Jede Traktormarke hat irgendwo ihre Stärken. Manche waren früher gut. Man kann nie generell sagen, eine Traktormarke ist immer gut, weil immer verschiedene Zeiten anbrechen, wo zum Beispiel mal 5 bis 10 Jahre dabei sind, wo eine Traktormarke wirklich völlig für den Arsch ist. Das kann man auch so sagen, aber nicht generell. Weil auf die gesamte Distanz aktuell möchte man vielleicht auch behaupten, dass vielleicht Deutz nicht ganz so auf der Höhe ist, was Verarbeitung angeht. Aber dafür waren sie früher wieder besser. Auch wieder Fahr und so weiter, die Agrostar und sowas. Das waren Top-Geräte, also... Ich kenne mich gut aus mit Traktoren, glaub mir. Ich auch. Und ich weiß, dass John Deere nicht scheiße ist, von allem auch nicht Glas, was immer viele meinen. Wir hatten John Deere gekauft. So ein Premium. So ein, ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, ein 835er oder so. Was? Das ist aber kein Traktor. Du weißt, dass ich meine Premium John Deere, oder? Ja, aber es gibt keinen John Deere 835 oder so. Ja, 835. Es gibt den 8530. 8350. Das könnte glaube ich 8350 gewesen sein. Aber nee, aber 8530 gibt's auch, das wäre ein älterer. Der hat weiß nicht, was der für ein Baujahr ist. Kein Jahr durchgehalten. Was war denn kaputt? Rick, folgst du mir, dann fahren wir gleich Feld 2 an.
Ja, ich hab grad. Nein, ist ein Arsch, ist nicht reif! Warte, wir spulen ein bisschen. Das war am Holz 6. Hast du mitbekommen? Was hab ich mitbekommen? Getriebeschaden. Ja. Die Frage ist, was habt ihr mit dem Teil gemacht? Und wie seid ihr damit? Jetzt sagt nicht nichts! Jetzt, nee. Genau das, was wir mit unserem Fiat 180-90 machen. Der hält jetzt schon seit 40 Jahren. Dann ist es vielleicht für einen normalen Traktor zu viel. Wenn Fiat das von früher aushält, kann ja gut sein, dass es die heutigen Traktoren generell nicht mehr aushalten. Die heutigen Traktoren sind auch scheiße. Und heute ist meistens mehr elektronisches hin und als Motorschaden oder sonst was. Also, wie gesagt, ich kann ja nicht für ganz Deutschland sprechen, aber auf jeden Fall sind die Verkäufe auch von Ort zu Ort oder von Gegend zu Gegend anders und auch irgendwo beliebter als bei anderen. Ich glaube zum Beispiel, dass sicherlich auch Steyr, wie man auch sieht, in den Alpen weit mehr Erfolg hat, Lindner und so weiter, Lamborghini, Deutz auch noch eher. Das Einzige, was an Lindner ein Problem ist, ne? Jetzt wird spannend. Arschteuer. Wie bitte? Die sind arschteuer. Lindner ist arschteuer. Wirklich? Ja. Jo, wie klingt das gedacht? Da, ja. Lindner ist arschteuer. Aber trotzdem gute Traktoren für den Berg. Wenn du 120 PS hat, zahlst du. Oh, nicht das Feld. Bitte nicht das Feld, schau. Du kannst für das Geld, was du für einen Lindner mit 120 PS ausgibst, einen Trecker mit 300 PS kaufen. Oh, nicht dein Ernst, Job. Das hätten wir jetzt auch anders fahren können, ne? Das weißt du. Haben wir nicht noch einen anderen Trecker, kein Hirsch? Du kannst ja dann, wenn ich voll bin, meinen Fendt abfahren, dann kannst du den Fendt wieder nehmen. Mhm. Na, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch kein riesen Holland-Fan, aber ich finde zum Beispiel die T7 echt sehr schöne Traktoren, also die... Nur schade, dass noch keiner... Ich kann euch ein Bild zeigen, da hat einer für sich selbst einen T7 270 oder so gemacht. Boah, Sharp, du wirst echt begeistert sein von dem, wenn du das Bild siehst. Du wirst ihn anschreiben und fragen, kriege ich den Mod? Ibi. Ich bin allgemein einer, der nicht danach fragt, ich warte immer. Du häckseln? Ja, aber ich glaube nicht, dass der released wird, aber das ist echt ein Hammerteil, also... Das ist halt auch so ein Defizit. Gut, schon die Traktoren, die neu aufgebaut wurden, gibt es auch ganz wenige im Voll. Tommy, du willst einsteigen, ne? Ja, wenn du unbedingt willst, mit einem Fan fahren kannst du. Also es ist nicht... Nee, ich will unbedingt mit John Deere. Das ist meine Liebe. Ich finde das Design halt von John Deere nicht so seins. Und ich war der Premium. Das Design, du meinst das Optische jetzt? Ja. Ja, da kann man auch geteilter Meinung sein, das sage ich ja nicht. Deswegen sind die Traktoren ja nicht scheiße. Ich finde ja die ganz neuen John Deere auch nicht so schön, wie zum Beispiel die 30er Serie. 7530 oder so, oder wie du sagst. Genau, ja. 6930, die waren sau hübsch. Ja, genau. Mit ihrer Schnauze. Wenn du willst. Diese Premium, ne, den wir hatten, davon waren wir jedenfalls enttäuscht, glaub mir. Also bei uns sieht man noch viele 30er rumfahren. Ja, wir wollten eigentlich damit unseren Fiat ein bisschen entlasten, weißt du? Wie gesagt, ich kenne mich halt auch, was John Deere angeht, mit Schäden und sonstigen Sachen, wie oft sowas vorkommt bei uns auch relativ gut aus. Und das ist echt nicht viel, es sind viel ältere, weil ich ja da gearbeitet habe, sage ich mal, die John Deere Teile verkaufen und reparieren. Und deswegen habe ich das relativ gut mitbekommen, wie oft und was dann hin ist. Ja, aber ich sehe das einfach so, das kann es nicht sein, dass so eine große Marke, die sich so verkauft, dass das der hat aber jeder. Es kann auch nicht sein, dass so eine große Marke die Lizenzen für LS15 verweigert. Das ist genau so ein Argument. Genauso wie Fendt eigentlich. Ja, Klaas. Wer weiß, vielleicht wird das ja was. Vielleicht. Zumindest weiß ich, dass die vom Support her echt nett sind. Ich hab Server-Lags. Wo bin ich? Du bist noch da, also, wo du vorher warst. Ich fand natürlich diesen Premium, den wir hatten, ne? Das ist ausgelassen, Job. Den fand ich sauhübsch. Und jetzt fährt er weiter. Ja, wir machen noch nachher noch drei. Profi. Runden. Ich weiß nicht, was los ist. Warum will der mein... Wollen wir tauschen? Ja, wir tauschen mal kurz. Okay. Also irgendwie was. Kannst du jetzt fahren? Darfst du nicht fahren, ne? Jo. Ja, ich weiß.
Also ich muss sagen, ich musste heute, als ich mal deine Kommentare durchgeguckt habe, echt mal ein bisschen lachen. Bezüglich was? Bezüglich Maxi und Sharp. Ach so, deswegen, ja, ich muss... Ah, hallo, servus. Warte mal, fahren wir noch ein bisschen aufeinander zu, dann machen wir einen Screenshot. Das ist doch was. Stopp. Fahr noch ein bisschen vor, stopp, so. Das muss jetzt, das wird was, ey, das wird was. Also was das betrifft, ich habe wirklich gedacht, hat er sie noch. Wie bitte? Also da war wirklich der Moment, habe ich echt gedacht, sag mal... Hackt's? Wie lange verfolgt er dich eigentlich? Wer denn? Der eine Kerl, der da geschrieben hat, Sharp und Maxi sind niemals 14. Ja, ich weiß. Ah, es ist immer manchmal herrlich. Aber, boah. Das sind die kleineren, glaub mir. Man kriegt hier richtig schöne Bildchen hin, muss ich sagen. Ja, war nicht noch näher ran. Ich hab den scheiß Joski festgefahren, ey, ich raste aus. Nee, ich muss ein bisschen vorfahren. Dann stehen wir uns Seite an Seite. Sehr schön, so. Passt, alles in Ordnung, wir können wieder produktiv arbeiten. Los, da muss du Arsch rein. Sag, du schaut alle mal bitte, wann ihr voll seid, ne? Ich hab grad mal 84. Weil ich hab mein ganzes Hut aus, ich vertraue euch einfach. Du stehst sharp, ne? Ich bin schon wieder weiter hinten. Produktiv arbeiten nennt man das. Ach ja, da war ich ja auch was. Ein bisschen, ne? Ja. Weil ich hab irgendwie mein Joskin voll festgefahren. Ja, ich hab ihn voll bekommen. Respekt! Aber dein Fan, der ist ja so toll, der zieht ihn ja wieder raus, ne? Zu dir würde das niemals packen. Nee, überhaupt nicht. Also. Nee, wir brauchen dir nicht helfen, schaffst du schon. Aber ich bin davon halt enttäuscht. Ja, glaube ich dir. Ich bin auch enttäuscht von Case, wie bei uns vom großen Gutshof, der wirklich zusammengebrochen ist. Aber da war alle paar Monate war da was. Dann haben sie das schließlich nach ein paar Jahren weggegeben. Ja, gut so. Kannst du komplett knicken. Das war halt einfach wieder entweder... So ein fehlproduziertes Ding oder halt generell eine Reihe, die einfach nicht so toll war. Aber ich muss sagen, die Maxum-Reihe, falls sich einer kennt, ja. Also 125er und 100er und so. 40er und so. Die sind relativ gut. Die sind ziemlich gut. Ja, ich glaube, die Puma sind auch gut. Ich weiß aber, ich glaube nicht, dass das ein Puma war. Ich glaube, das war ein... Abkürzer, Sharp, Abkürzer. Was kommt ein Maxum... Ja. Es gibt ja diese Maxum Multi-Controller und dann kam Maxum. Das ist Fendt. Und nicht Junior. Was denn? Ich fahr umweltbewusst. Ich bin jetzt vorbeigezogen an dem Scheiß hier. Wer ist vorbeigezogen? Scheiße. Ich verstehe gar nichts. Ja, ne. Lass euch mal machen hier, mir egal. So, ich hol mir jetzt noch einen weiteren Anhänger. Dann haben wir nämlich 4 Abfahrer und einen auf Ersatz da. Dann kann man mal schnell rüberspringen. Ich bin ja generell der Typ, der sich freut, wenn er nicht abfahren muss. Immer schön beim Häckseln, nichts tun, hin und her fahren. Und die anderen die Arbeit machen lassen. Ach Gott, das kann man Wort. So. Haben wir jetzt noch irgendwo einen zusätzlichen. Ja, gut, Ladewagen würde gehen, ne? Die Frage ist, wo ist der? Ich will jetzt nicht. Mara, wir haben doch so viel Geld, ne? Dein Haufen. Wir haben sogar Geld, ja, wir haben sogar 3 Millionen sogar. Mach mal New Holland Radlader. Das wäre richtig geil. Sharp ist raus. Ja, die Blockerschaden kackt ab. Oh, nicht gut, nicht gut. Ja, warte, bis der Part zu Ende ist, sind nur noch eine Minute. Für die Biogasanlage, ne? Ich habe jetzt eine Alternative gefunden, bitte lacht mich nicht aus. Rake, was sagst du dazu? Wo ist sie? Ich weiß ja nicht. Ha, aber Überladewagen. Das klappt ja. Ja, aber dann brauchen wir noch einen zweiten. Wir brauchen dann noch einen zweiten Drescher. Come on, nicht bitte. Haben wir doch, ich habe den die Holland gekauft und den Lexion 57 mit normaler Bereifung. Ja, haben wir. Beziehungsweise ich habe ihn noch nicht gekauft, aber ich werde ihn kaufen auf jeden Fall. Also du hast ihn jetzt gekauft. Jetzt noch nicht, nee. Ja. Noch nicht. Ja, probieren wir es, ob das funktioniert, Kiwi. Ich glaube schon. Oh nee, das ist doch langweilig. Wie willst du das ausladen? Überladewagen?
Überladewagen, Anhänger. Klar geht das. Warum? Dann sagen wir, andere ist unrealistisch. Warum? Überladewagen, kannst du genauso damit überladen. Warum soll das nicht funktionieren? Okay, bei manchen. Was tust du denn in den USA? Die können ja noch so große Ladewagen haben. Die werden doch das Häckseln auch mit dem Überladewagen machen, oder nicht? Nee. Mit dem Häckseln überladen. Aus einem Grund. Die fahren doch nicht mit dem LKW aufs Feld, da müssen können sie ja nicht. Wir haben sie aber da. Warum man das nicht macht? Ah, wir sind da mit dem LKW auf dem Feld aufgefahren. Wir haben es da. Beim Getreide machen wir es so, beim Häckseln bin ich mir nicht sicher. Nee, bei Getreide ist schon so. Aber bei Häckseln nicht. Es verstopft die Schnecke vorne, weißt du? Ah, okay. Und wenn er meist nass ist, hast du noch mehr Pech. Ja, müssen wir ausprobieren. Dann geht er nämlich so eine Umrundung drum. Sehr schön. So, den zweiten Part hätten wir auch absolviert. In der nächsten Folge ist Sharp wieder mit dabei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hab mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Servus. Bis bald. Also bis wann kommt die nächste Folge? Morgen. Ach, gut.